Moin Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Part hier von NSMBU hier auf dem Kanal. Nachdem wir gestern einen extrem emotionalen Final Part hatten, geht es jetzt natürlich noch in die Sternenwelt. Und da würde ich einfach mal sagen, reden wir nicht lang um den heißen Brei herum, sondern legen jetzt einfach sofort mal los. Auf geht's zur Superstar Boulevard. Los geht's. Wir feuern die Röhre ab und landen durch das Portal im Superstar Boulevard. Dieser funktioniert folgendermaßen. Ihr seht hier diese unterschiedlichen Level. Diese Level werden auf verschiedene Art und Weise freigeschaltet. Wir haben jetzt alle freigeschaltet und genau dafür braucht man nämlich die Star Coins. Und zwar repräsentiert nämlich ein Level eine Welt. Das bedeutet, für ein so ein Level, wenn man das jetzt zum Beispiel, das repräsentiert die erste Welt. Und um das freizuschalten, braucht man zum Beispiel alle Star Coins aus der ersten Welt. Wir haben natürlich alles und können damit auch alles spielen. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach Monster Eichel und gehen damit zur Superstar Boulevard 1. Knochenbahn gen Himmel. Los geht's. Ja, hier können wir es schon sehen. Wir sind wieder am Eichenhain. Eine Feuerblume. Ist zwar schade, aber komm, wir nehmen die Feuerblume. Wir nehmen die Feuerblume. Denn ich glaube, in dem Level, ja, das ist nochmal ein zweites Knochenbahn-Level in dem Game. Das zweite Knochenbahn-Level. Ist nichts Schönes, ein Knochenbahn-Level. Aber vielleicht war das ja ein bisschen angenehmer als das letzte, was wir hatten. Ich hoffe es zumindest. Los geht's. Die erste Starcoin haben wir schon mal. Das ist gut. Ja, perfekt, ich will dem Ganzen ausweichen. Ging jetzt nicht ganz, aber zum Glück ist hier nochmal eine Feuerblume. Da oben ist ein Nein, bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Ich hoffe mal, das mit dem Stern war jetzt optional. Ich hoffe mal, weil ich glaube, so schnell würde, also so lange würde ich ja gar nicht mal einen Stern halten, bis dass man jetzt hier eine wirkliche Stern-Dingsbums hier draus machen könnte. Okay, gut. Ich hoffe mal dementsprechend, dass mir jetzt hier nichts fehlt. Bis auf die letzte Starcoin leider. Das fehlt jetzt leider. Das müssen wir nochmal nachholen. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, mit dem Level durch, oder? Sind wir mit dem Level durch? Ja, wir sind durch. Perfekt. Und damit haben wir das Level. Oh, lol, wir bekommen sogar noch mal ein extra Geschenk vom Toad. Das ist nice, aber uns fehlt jetzt leider noch eine Starcoin. Die müssen wir jetzt mal noch nachholen. Aber hier hat auf jeden Fall der Toad nochmal eine Feuerblume für uns als Geschenk. Let's go. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach nochmal in das Level rein, weil, naja, einfach so, damit wir das so nachholen können. Denn bis jetzt sieht es ganz gut aus. Also wenn wir so durch die Level durchkommen, dann haben wir das ja auf jeden Fall. Na gut, ich werde so oder so hier in zwei Parts machen. Aber dann sind diese zwei Parts dann ohne viele Probleme, sagen wir es mal so. Wäre auf jeden Fall auch für mich nice, wenn er nicht schon wieder irgendwie halber Rage wäre hier. Und richtig viel Salt einfach überall rumfliegen würde. Okay. Los geht's. Wir tun einfach schon mal auf. Perfekt. Ich wollte sagen, wir tun ja schon mal auf provisorisch alle Fassis wegschießen. Das hätte jetzt natürlich semi-gut geklappt. Das sind wir gerade ordentlich lost in den einen reingesprungen. Aber naja. Wenn wir hier bei der Bahn vorne bleiben, macht uns der da hinten auch keine Probleme. Und hier kommt ja schon wieder die zweite Starcoin. Die zweite Feuerblume. Da haben wir es ja wieder. Und hier ist noch ein Stern. Den wir jetzt einfach mal mitnehmen. Oh, Sternchen. Na, okay, das war's mit dem Stern. Shit.
Ich. Wenn wir jetzt zu der Starcoin-Passage kommen. Scheiße. Am Ende sterben wir ja noch. Wenn wir zu der Starcoin-Passage kommen, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir ein bisschen weiter hinten sind. Ja. Jetzt müssen wir es bloß noch überleben. Wow. Wow. Okay, komm, ich überlebe das. Ich überlebe das. Komm, ich schaff's. Lass doch einfach enden. Let's go. Okay, nice. Wir haben es geschafft. Wir haben das erste Level damit geschafft. War jetzt mit nicht sehr viel Commentary, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir müssen hier auch einfach mal ein bisschen... Ja, ein bisschen, wie will man es nennen? Wir müssen uns... Bei solchen Achterbahn-Leveln muss ich mich immer ein bisschen mehr drauf konzentrieren. So, Mopsy macht auch nochmal Probleme. Den gibt's auch noch. Da werde ich jetzt aber nicht akut zu dem hingehen, denn die komplett, das komplette P-Eichel-Inventar wird leider nichts mehr, denke ich mal. Aber das ist ja jetzt aber erstmal egal. Weiterlaufen, bitte. Ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Das ist, glaube ich, ein P-Switch-Run gewesen. Wenn ich mich richtig... Ja, das ist der P-Switch-Run. Bedeutet, wir haben hier überall P-Switches in den Levels, oder in dem Level. Und der Boden besteht nur aus Münzen und wir müssen praktisch hier schnell genug lang rennen, um die P-Switches dann alle betätigen zu können. Ist praktisch so eine Art Speedrun-Level, wenn man es so nennen will. Wie gesagt, man kann, glaube ich, schon erkennen, diese Speziallevels sind nicht alle, aber da könnten wir es sogar schon verkackt haben. Nee, alles gut. Also man kann es schon erkennen. Diese Speziallevels sind generell alle, ich sag mal, ein bisschen spezieller als die normalen. Schade. Schade. Eine P-Eichel werden wir uns hier ganz bestimmt nicht holen. Denn damit würde man ja dann das komplette Level skippen. Das wäre ja auch ein bisschen low. Gut. Was uns gerade eben am Ende eigentlich gekillt hat, war der Cooper, der ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen ist. Das hat uns gerade ein bisschen am Ende gekillt. Aber ansonsten ist das eigentlich ein reines Durchlauflevel. Also man kann hier eigentlich gar nicht mal so viel falsch machen, wenn man das mal so nimmt. Es geht eigentlich gar nicht, dass man hier so extrem viel falsch macht. Man muss halt praktisch durchrennen. Und vielleicht auch nicht komplett durchstampfen. Man muss hier praktisch durchrennen. Und dann halt Dings. Die unterschiedlichen... Ja, wie will man es nennen? Die P-Switches halt dann alle im richtigen Moment aktivieren. Aber wenn man es eigentlich ohne Probleme durchrennt, dann kann hier eigentlich gar nichts falsch gehen, wenn man es mal so nimmt. Kann ja eigentlich gar nicht. Ich meine, es ist halt genau darauf konzipiert, hier einfach durchzurennen. So, hier jetzt mal ein bisschen achtsamer hier durchrennen an der Stelle. So, dann haben wir den nächsten P-Switch aktiviert. Nicht schlimm, nicht schlimm, gar nicht schlimm. Vielleicht sollte man sich auch einfach die Zeit nehmen, die man braucht. Scheiße! Das war knapp. Das war knapp. Das war echt knapp. Gut, Das war echt knapp. Das Level hat ein bisschen mehr Fail-Potenzial auf jeden Fall. Das darf man nicht vergessen. Das Level hat mehr Fail-Potenzial. Das darf man nicht vergessen. So, diesmal waren wir echt schnell. Also ihr seht schon. Diese kompletten Level hier, Scheiße. Okay, wir haben es sogar noch geschafft. Natürlich jetzt eine Kacke gewesen. Also ihr seht schon. Diese kompletten, also es sind wie gesagt nicht alle, aber viele von diesen Levels hier sind halt eher praktisch Art Parkours.
Zumindest die ersten zwei. Danach weiß ich nicht mehr ganz, aber ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch das Ganze. Das sind halt eher, sage ich mal, so Art Parkour-Level, die halt schon ordentlich herausfordernd sein können. An ein paar Stellen. Also, Fails wird es hier auf jeden Fall geben. So, das Ganze aktivieren. So. Das Ganze, weiter geht's. Also bis jetzt alles gut. Hier bei der Stelle mit dem Koopa sollte man sich Zeit lassen. Das habe ich jetzt inzwischen auch mitbekommen. Okay, das war knapp. Nein, ich bin dumm. Ich bin dumm. Man hätte warten müssen, bis der P-Switch umschaltet. Und dann hätte man auf die letzten Münzen drauf. Okay, okay, wir müssen das Level nochmal spielen. Wir haben es durch. Ja, eigentlich haben wir schon durch. Aber wir müssen es nochmal. Aber okay. Okay, ist okay. Ist okay. Ist okay, alles okay. So. So, das weiter geht's. Okay, also wir haben das Level theoretisch schon durch. Hat halt jetzt leider nicht ganz geklappt am Ende. Da war ich einfach sehr auf das einfach jetzt schnell durchkommen getrimmt. Habe ich jetzt nicht mehr wirklich drauf geachtet. Aber ja, da muss man warten. Da muss man warten einfach. So, das Ganze ist jetzt hier natürlich noch um einiges einfacher. Das Ding, gut, wenn man... Ich hab nichts gesagt. Junge, nee, das ist mir gerade nicht ernsthaft passiert. Das ist mir gerade nicht ernsthaft passiert. Das willst du mir jetzt nicht erzählen. Och nee, das ist jetzt gerade eben nicht ernsthaft passiert. Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert. What the fuck? Nee. Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert. Ich stelle mich aber auch blöd an. Das muss ich jetzt hier mal ganz ehrlich an der Stelle zugeben. Ich stelle mich extrem blöd an. Bitte verzeiht mir für die Leistung auf jeden Fall. Was ist denn das? Also ich stelle mich hier gerade wirklich ganz schön dumm an. Ich sehe es schon kommen. Für die, die es nicht wissen. Man sieht am Ende seinen kompletten Spielstand. Man sieht am Ende seinen, also am Ende kann man halt, wenn man ins Startmenü reingeht, sieht man halt seinen Spielstand von dem kompletten Game. Man kann ja unterschiedliche Spielstände haben. Und wenn man dort auch bei irgendwas das Maximale hat, wird das in goldener Schrift angezeigt. Zum Beispiel alle Level angezeigt, dann wird es abgeschlossen, wird es in goldener Schrift angezeigt. Alle Starcoins wird es in goldener Schrift angezeigt. Oder halt auch bei Leben. Und wir werden uns dann am Ende diesen komplett 100% Spielstand anschauen. Und dafür werde ich auf jeden Fall dann nochmal einige One-Up-Häuser abklappern müssen. So, jetzt müssen wir warten. Doch, nein. Ich bin diese scheiß P-Switch-Passagen immer noch aus Mario Maker gewöhnt und da gehen die irgendwie schneller zu Ende, finde ich. Jetzt bin ich einfach noch aus Mario Maker gewöhnt. Und in Mario Maker geht es schneller zu Ende und hier zieht sich das so gefühlt noch 100 Jahre. Gut. Das ist jetzt natürlich blöd, dass wir jetzt das Level zum dritten Mal durchspielen müssen. So viel Zeit wollte ich jetzt ja eigentlich auch nicht zubringen bei dem einen Level. Sag mal, jetzt klemmt noch mein Sprungknopf oder was? Ich hab doch gerade gedrückt, Mario, spring doch. Oder hast du dir das Bein beim Laufen gebrochen? Was ist denn bei dir los? Sag mal, spring doch, wenn ich springen drücke. So. Los geht's. Also.
Was geht's jetzt hier mit Mario? Los, 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 los. Renn um dein Leben. Renne um dein Leben, bitte. So, und jetzt bitte springen. Danke. So, das... Ja, guck. Wir sind doch praktisch schon wieder durch das Ganze. Das Level geht halt zum Glück nicht so lange. Ansonsten würden wir jetzt hier schon wieder eine halbe Stunde dran rumhängen. Deswegen, das ist ganz gut. So. Ich schneid's euch rein. Oh mein Gott! Das war gerade eigentlich ungewollt. Das war gerade eigentlich ungewollt. Ach du Scheiße. Aber okay, gut, es hat ja was gebracht. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zu Regenbogen Boulevard 3 gehen, würde ich sagen, gehen wir jetzt hier nochmal ins Pilzhaus, ins Toadhaus. Ach du Scheiße. Wie viele Bosses sind... Ach du Kacke. Denn es gibt nämlich Special Items in dieser Welt. Mehr dazu gleich, wenn ich die alle richtig habe. Okay, ich hab's. Diese Special Items sind nämlich aus New Super Mario Bros. Wii und gibt's hier in der Spezialwelt. Eigentlich sind die in New Super Mario Bros. Wii ganz normale Items, hier gibt's die aber nur in der Spezialwelt. Und das ist einfach ganz nice, denn das ist einmal der Pinguin und einmal der Propellerhead. Und den Propellerhead machen wir dann mal im nächsten Part. Aber jetzt gibt's erstmal den Pinguin. Denn das auf der Flucht ist, glaube ich, ein Unterwasserlevel. Und da ist halt der Pinguin einfach nice. Weil der Pinguin ist über Wasser, ist das zwar ein bisschen kacke, aber unter Wasser ist er echt gut. Und er kann halt auch Eisbälle schießen. Und ja, ihr könnt schon sehen, der kann halt echt schnell schwimmen. Ach du Scheiße. Ich sterbe einfach gefühlt gleich mit dem. So, 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 weg, weg. Oh. So, stimmt, man kann ja nochmal extra mit dem Gas geben. Oh. Ja, dankeschön. Ich kann halt nicht mal das Pinguin-Power-Up richtig zeigen. Ach komm, ich verreck hier gleich noch. Wie soll ich denn da rankommen? Ehrliche Frage jetzt mal. Scheiße. Ach du Scheiße. Was sind das denn für eine Cheap-Cheap-Wall? Einfach Wolf of Wall Street gefühlt. Noch nie richtige Wall Street, Alter. Was sind das jetzt? Ja, da werde ich jetzt einfach ganz schnell mal meine Feuerblume nehmen. Was ist denn das jetzt? Warum kommt mir jetzt hier so viele Dings? Das ist natürlich jetzt ein bisschen mies, du. Das ist jetzt mies. Aber egal. 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 Sag mal, willst du mich verarschen? Bruder, das ist doch scheiße. Mann, dieser lilane Kackfisch mit seinem einen hässlichen Dingszahn da vorne drin. Wie so ein hässlicher Hase. Das ist mit dem Unterschied, dass Hasen da vorne zwei Zähne haben. Aber der so hässlich ist, dass es nur für einen gereicht hat. Mann, jetzt fresst die Viecher hier auf. Danke. Mann. Lass diesen Fisch. Ich weiß, war das knapp. Ach ja, komm. Ist doch unmöglich. Immer no joke. Ist doch unmöglich. Fuck, Junge, ja. Mach die mal weg. Ja, das finde ich nett. Finde ich
Der ist ja nett. Würde jetzt hier mal die Starcoin auch mal ein bisschen mitspielen, dann wäre das auch nicht schlecht. Wir kommen nicht zur Starcoin. Wenigstens sind die anderen... Es geht nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann den aber auch nicht umbringen, weil ich ja keine Feuerblume habe. Ich habe einfach gar nichts. Also, das ist doch billig. Das ist doch billig. Ach, das ist doch schon wieder so ein Scheiß-Level. Ey, im letzten Part habe ich noch gesagt, yo, als Review, ja, das Level, das Spiel hat ja eigentlich ganz coole Levels. Und jetzt werden wohl die Bonus-Level beschissen, oder was? Ach, jetzt kommen wir wieder diese 100.000 Fische. Ess die mal bitte auf, ja, oh Gott, danke. Ein bisschen Hass lieber. Wie sollen wir das denn machen? Ich habe ja keine Möglichkeit, das zu machen. Dieser Drecks-Pinguin, der wird von dem nach einer Minute gefressen, weil der zu dick ist. Und... Wisst ihr was, Leute? Wir holen uns jetzt eine richtig saftige Feuerblume ab. Und werden den jetzt einfach damit richtig hart... Werden wir diesen Level alles wegbrutzeln mit dem Ding. Wir werden alles... Alles werden wir wegbrutzeln mit dem Ding. Wir holen uns jetzt eine Feuerblume. Und... Dieser Scheißfisch macht er sein Maul auf. Dann landet einfach ein Feuerball in dem drin. So sieht's aus jetzt. Habe ich gar keinen Bock auf den. Wir wollen hier uns auch mal um unsere Starcoins jetzt hier kümmern. So, Toad. Es gibt einen Stern. Weißt du, Toad, einmal bin ich auf deinen Service angewiesen. Und gibst mir einen Stern. Jetzt habe ich nicht mal hingeguckt. Hier? Nee, toll. Hat perfekt geklappt. Oh, Mann, ja, Pech aber auch. Ja, du hättest mir eh noch Scheiße gegeben, muss gar nicht so tun. Ja, toll. Mann, was sollen wir denn jetzt mit diesem Kackfisch dort machen? Scheiße, du. Das ist jetzt aber Kacke. Das ist jetzt ehrlich Kacke. Mann, ich hasse diesen Fisch. Wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen, wie schlimm ich diesen Fisch finde. Ihr könnt es... Du kannst es dir nicht vorstellen. Mann, das ist doch... Mann. Wir brauchen einmal eine Feuerblume. Einmal in diesem kompletten Spiel sind wir auf eine Feuerblume angewiesen. Und es gibt sie einfach nicht. Das ist doch schon wieder... Typisch. Das ist doch einfach typisch für unser Glück. So, bis jetzt schlagen wir uns aber ziemlich gut durch das Ganze durch. Ja, ess sie auf. Aber nicht mich, nicht mich, nicht mich. Ruhig, ruhig, ruhig. Egal, ich hab eine Feuerblume jetzt hier. Jetzt braucht ihr mehrere Hits oder was? Oh, ich kollabier gleich noch. Mein Redive. Mann, was ist das denn? Also, so kompliziert habe ich das Ganze jetzt auch nicht in Erinnerung. Wir haben es um 5 Uhr, wir haben es 5 Uhr. Das Ding ist halt, hätte es von Anfang an geklappt mit dem vom letzten Part bezüglich den Problemen, hätten wir es jetzt gerade eben gerade mal 2 Uhr, aber... Na gut, 2,5 Uhr. 2 Uhr halb. 2.30 Uhr, 2,5 Uhr. 2,5 Uhr, komm halt doch dein Maul. Ach Mann. Mann, aufessen. Ess sie auf. Aber nicht mich. Dieser Scheißfisch. Der sieht doch schon so dumm aus. Also jetzt mal sorry, aber wer hat sich denn das Design von dem überlegt? Der macht doch einfach schon so aggressiv. Wenigstens haben wir jetzt noch den Pilz. Aber ein Pilz alleine bringt uns halt jetzt nicht wirklich was. Wir brauchen halt die Feuerblume. Ohne Feuerblume. Ja, ich will ja nicht. Will ja nicht negativ klingen oder so, aber ohne Feuerblume. Da macht er uns Probleme. Ja, aufessen. Aufessen. Das ist deine Aufgabe. Alles. Aber nicht mich! Mann, oh. Ich will euch hier aber nicht alles rauscutten. Dann ist es ja auch kein Let's Play mehr gefühlt.
Deswegen, jetzt müssen wir es gemeinsam durchstehen, so. Gut. Ich bin kein Fan von dem Fisch. Bin kein Fan. Der Part geht jetzt, glaube ich, schon eine halbe Stunde. Wenn ich mich richtig entsinne. Und der wird auch noch eine weitere halbe Stunde gehen. Aber wir machen mit jedem Tod machen wir einen guten Fortschritt, ist das Ding. Dementsprechend fällt es ja eigentlich jetzt nicht. Ach, komm, ich hab dich nicht mal berührt, du scheiß Stachelfisch. Hast auch nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit blöd dort rumzustehen und blöd zu gucken. Mann. So ein richtiger Dumbo-Schreiner-Fisch ist das einfach. Der ist alles auf. Der arbeitet einfach bei Galileo, dieser Fisch. Egal. Ja, mitnehmen. Mitnehmen, das ist wichtig. Das ist wichtig. Jetzt musst du einfach nur die Wall of Fish essen. Was ist denn das hier schon wieder für eine Kack-Ausgangsposition? Ausgangssituation. Korrigiere. Mach los, mach schneller. Mann, ich hasse diesen Fisch. Gibt's hier nicht mal einen Checkpoint oder so? Ach, jetzt kommen noch diese Lila-Fische dazu. Aber die Entwickler haben nicht irgendwas gesoffen oder so, ne? Okay. Ich denke mal eher, die Entwickler haben nichts gesoffen, die haben eher was geraucht. Das könnte auch sein. Ja. Ja, freilich. Genau. Okay, gute Ausgangssituation. Wir haben sie alle getötet. Mit Hilfe vom Jumbofisch. Sag ich doch, der arbeitet bei Galileo. Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nee. Wir haben es doch schon geschafft. Okay, gut. Ruhe bewahren. Die nächsten Level, die danach kommen, sind nicht mehr so schwierig. Das sind die ersten vier Level, sind die schwierigen. Die danach, die sind easy. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen. Das ist ein bisschen Verarsche. So ein bisschen Verarsche. Gepaart mit Aggression der Entwickler, die sie an den Spielern anscheinend rauslassen wollten. Und dazu noch ein bisschen typischer Nintendo-Spielspaß. Und schon kommt man bei so einem Level raus. Ist also eigentlich gar nichts Besonderes. Dementsprechend sollte das ja jetzt auch nichts Besonderes für uns sein. Ein scheiß Fisch, jetzt verzieh ich. Oh! Der will also nochmal kommen. Ja, guck. Verzieh dich jetzt. Du willst also nochmal aufs Maul? Okay. So, nochmal tot. Nee. Du bist schön tot. Du bist jetzt mal schön tot hier an der Stelle. Aber einmal die Feuerblume. Geht's gleich ab. Die Frage ist bloß, wie lange wirst du noch haben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Und wieder die Stelle, wo sie geraucht haben. Jetzt einfach durch hier. Einfach durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ende dieses Level, bitte. Oh mein Gott. Oh. Okay, wir haben das Level geschafft. Alles gut. Wir haben es geschafft. Jetzt weiß ich auch,
wofür die Entwickler diese kompletten Leben in dem Spiel eingeplant haben. Immer wie die Star World. Hammerhöhle. Oh. Hammerhöhle? Der Pinguin. Oh Gott. Der Pinguin, der wäre jetzt hier natürlich ganz gut. Den könnten wir uns sogar, glaube ich, ja, den können wir uns jetzt sogar nochmal holen. Naja. Wir probieren es erstmal so. Na, wobei doch, an das Level kann ich mich, das ist easy. Das ist, oh Gott, das Level ist easy. Ja, das kann ich mich noch, das meine ich jetzt unironisch einfach. Das ist unironisch einfach. Das ist ein unironisch einfaches Level. Man muss zwar immer gucken, dass man nicht was verpasst, aber ja, ja, mit der Eichel ist eigentlich das Level nochmal viel, viel besser. Deswegen holen wir uns jetzt ja auch erstmal gar nicht den Pinguin. Den Pinguin und das andere Viech, den Propeller, den werden wir uns einfach auf den finalen Part dann aufsparen, würde ich sagen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie viele Parts es jetzt noch nach dem kommen. Entweder kommt nach dem Part noch einer oder zwei. Das ist eine Ausgangshöhe. Das ist eine Ausgangskurve. Ich hoffe mal nicht. Und diese Röhre, ich hoffe mal, diese Röhre ist nur Deko. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Parts noch kommen werden. Zwei oder drei. Ein oder zwei. Denn es. Oh, da muss man runter. Bitte fahr wieder zurück. Nee, danke. Denn es gibt ja noch eine geheime Insel. Vermeintlich geheime Insel. Die gibt's ja auch noch. Und genau deswegen würde ich sagen, werden es wohl eher noch zwei Parts jetzt nach diesem. Also werden wir dann im morgigen Part dann. Da werden wir dann die anderen Power-Ups machen und dann, okay, und dann im wirklich finalen Part dann wird dann noch die geheime Insel sein und ich glaube noch ein extra Level in der Spezialwelt, also ein Spezial-Spezial-Level praktisch, das gibt es nämlich auch noch, das kommt dann, ist mir jetzt scheißegal, das kommt dann bei dem dann dran. Gut. So, hier ist einfach... Ach, ich sterbe jetzt noch? Ach so, ich sterbe jetzt noch. So ist das also abgemacht geworden. Okay. Gut. Es gibt kein Secret, es gibt keinen Checkpoint. Okay, gut. Naja. Ich sterbe jetzt einfach noch. Weil ich zu geldgierig war. Das Spiel ist eine Lehre für uns. Wie nennt man das gleich nochmal, wenn eine Fabel, das Spiel ist eine Fabel. Ja, guck, ich bin nämlich hier deutscher Philosoph. Das Spiel ist eine Lehre. Geldgierde, Gierde nach Materiellem, schadet immer. Wow. Nochmal ganz schön knapp hier alles. Zack. Da werden wir jetzt hier einfach mal uns ein bisschen im Level beeilen. Na Leute, guckt mal. Ich bin doch Speedrunner. Das habe ich euch ja schon öfters mal in dem kompletten Projekt hier gesagt. Ich bin ja inoffizieller Speedrunner. Also praktisch, ich speedrunne manchmal die Spiele, ohne sie eigentlich zu speedrunnen. Und deswegen sind wir hier natürlich ganz schnell wieder da dran. So, jetzt machen wir bloß mal so, zack. Das ganze Ding hier auf. Weiter geht's. Und dann sind wir hier auch schon wieder aus der Röhre raus. Das ist natürlich das hier vorne noch. Das ist jetzt aber auch kein wirkliches Problem, das Ganze. Hier tun wir jetzt mal den Koopa weg. Und damit kommen wir jetzt hier wieder an. Ey, Leute. Guckt euch's an. Ich bin praktisch geborener Speedrunner. Ich speedrunne die Spiele, ohne sie zu speedrunnen. Das nennt man einfach geborener Speedrunner. Und damit haben wir auch das Level fertig.
Das ist sehr nice. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Und damit haben wir das Ganze jetzt hier fertig. Let's go. Vielleicht kommen wir jetzt sogar ohne Toadhäuser nochmal auf die 100 Leben. Das Ganze werden wir dann aber wohl voraussichtlich im nächsten Part dann sehen. Liken, abonnieren nicht vergessen, um das Ganze nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin und ciao. Thank you.